Somos Punja Majikuna. Hola amigos. Hello everybody. Hallo liebe Leute. Ich freue mich wieder auf dieses neue Video, da wo ich eine von meinen vielen Instrumenten euch präsentieren möchte. Und zwar, ich habe für euch hier meine Nature Spirit Flöte für euch vorbereitet. Ja, ihr habt genau gehört. Es heißt genauso wie eine Titelname, was ich euch in meiner letzten Produktion euch präsentiert habe. Dahinter steht natürlich eine kleine Geschichte und ich freue mich, da euch Teil von denen zu erzählen. Schön, dass ihr da seid. Nuevamente bienvenidos amigos, listo y preparado ya para presentarles aquí a este instrumento llamado el espíritu natural, Nature Spirit. Sí, lo oyeron correctamente, tiene el nombre del título de una canción que les presenté en mi última producción. Detrás de ello hay una pequeña historia y estoy muy alegre y contento de poder compartir un poco sobre ella. Así que sean bienvenidos. So, und jetzt brauche ich das kleine Unterstützung von diesen Instrumenten, was ich euch in das letzte Video vorgestellt habe. Und es war, ich habe wieder hier meine Malta, Zampoña oder Antara. Und ganz schnell möchte ich euch erklären, dass ich habe hier alle naturellen Tonen und in diesem anderen Teil habe ich die alle Halbtonen. Und so, mit diesen kompletten Instrumenten kann ich hier alle Art von Lieder oder Melodien spielen. Es ist nur einfach die Sache üben und sich genau merken, wo ist jeder Ton. Und konntet ihr sehen, in meinem offiziellen Video von Nature Spirit, konntet ihr sehen, wie ich auf diese Instrumente diese Melodie spiele. Und ungefähr wird so gespielt in diese Instrumente. Seht ihr? Das ist die Technik, wie man auf diese Instrumente spielen muss. Rapidamente, amigos, necesito la ayuda de este instrumento, el cual les presenté en mi último video para poderles explicar un poco. Y es así. Aquí tengo todas las tonalidades naturales en mi zampoña, malta o antara. Y aquí en esta otra parte tengo todos los medios tonos. Así que juntos y completo. Puedo tocar aquí cualquier melodía, cualquier tipo de canción. Simplemente es ensayar y memorizarse exactamente dónde están los sonidos exactos para tocar. Y también les puedo invitar a ver mi video oficial de Nature Spirit y podrán ver cómo en este instrumento toco esa canción o esa melodía. Y más o menos la técnica sería así. Esa sería la técnica como se toca en este instrumento. So, und nun sind wir jetzt dran mit diesen Instrumenten. Und dazu möchte ich euch erzählen, dass ich schon bei den Aufnahmen, ich habe mir mal schon Gedanken gemacht für die Zukunft, wenn ich das live spielen würde nach Konzerten, da habe ich überlegt, dann brauche ich was Kompaktes und nicht diese drei Stück von Instrumenten. Weil wenn ich da live spiele, ich möchte nicht nur so gut und perfekt spielen, sondern auch dazu möchte ich immer meine Gefühle zeigen. Und viele von euch kennen mir, wenn ich Gefühle zeige, dann springe ich, tanze, ich renne. Und deswegen habe ich gedacht, da brauche ich was Kompaktes. Und deswegen habe ich von meinen alten Instrumenten schon alles abgemacht und da habe ich mir mal die besten Bambus genommen. Und nachdem, dann habe ich diese Instrumente gemacht, habe es alles angestellt. Und ich war mega zufrieden, mega glücklich, mega stolz, dass ich das geschafft habe. Aber irgendwas hat gefehlt. Und dazu erzähle ich euch, seit Beginn die Zusammenarbeit mit meinen Produzenten und Freunden Silvio und auch mit Patrick, vor mir stand eine sehr, sehr neue und große Herausforderung. Weil mit meinem Team wollten wir was Neues euch präsentieren. Neue Klang, neue Songs, neue Lieder, neue Beats und besonders für mich, eine neue Art von Tonartklang. Deswegen, Nature Spirit ist ein großes Teil von dieser Geschichte. Und deswegen, als ich fertig war mit diesen Instrumenten, habe ich gesagt, jetzt habe ich geschafft und du bist meine Nature Spirit. Sí, amigos, para... ya entramos en este instrumento y para ello les quiero contarte que cuando estaba haciendo la grabación, ya empecé a pensar de que cuando vaya a tocar en el futuro en conciertos para ustedes, necesitaría algo compacto, no como este instrumento, sino algo compacto, porque muchos de ustedes me conocen, ya los que han visto en mis conciertos,
que a la hora de tocar, pues no simplemente es el interés de tocar bien y perfecto, sino también importante de demostrarles mis emociones. Y ustedes saben que cuando estoy en el escenario, pues mi emoción sale, yo corro, yo brinco, yo bailo, y es por ello que me empecé a pensar de que quiero tener algo compacto para tener movilidad. Y es así como llegué a mis instrumentos antiguos, los desarmé y busqué los mejores tubos de bambú y a la final los seleccioné y hice este instrumento. Luego ya lo afiné y todo, y estaba muy contento y alegre de que ya lo conseguí, pero algo faltaba. Y por ello les cuento de que cuando empecé a trabajar junto con mi productor y amigo Silvio y también con Patrick, al frente mío se ponían nuevas etapas, tanto musicales, porque con mi equipo teníamos una visión, una nueva visión de presentarles a ustedes un nuevo Leo Rojas, con nuevos sonidos, con nuevos ritmos y muchas cosas más. Pero sobre todo para mí estaba una nueva etapa de afinaciones, la cual no la conocía o no lo practicaba mucho. Por ello, Nature Spirit forma gran parte de esta historia. Y por eso, cuando acabé este instrumento de hacerlo, dije, tú eres mi espíritu natural. Und nun die Differenz ist sehr groß. Und die Technik, Art für Spielen und Klang in diesen Instrumenten klingt und es ist ungefähr so. Y la diferencia es grande. Y la técnica para tocar y el sonido en este instrumento suena más o menos así. Es así como les quería contar la pequeña historia de este instrumento. Espero de que les haya gustado. Y no se olviden de seguirse suscribiendo a mi canal y seguir disfrutando de la música. Y disfruten y compartan los videos oficiales que encuentran en mi canal. Así que les espero y les invito para el próximo video. Va a ser muy interesante. Así que les invito, que tengan una linda noche y hasta la próxima. So, liebe Leute, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und gleichzeitig lade ich euch weiter, sich zu abonnieren in meinem YouTube-Kanal und weiter viel Spaß mit den alle Musik, natürlich auch mit den alle Musikvideos. Und natürlich nochmal die Einladung für die nächste Video. Diese wird sehr interessantes Video sein. Freue mich auf euch. Jetzt sage ich euch, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.